Das Promi-Geflüster in einer herbstlichen Ausgabe natürlich wieder. Und der Herbst bei Promi-Geflüster ist gerade ziemlich wieder turbulent. Wir haben sehr viele Gäste jetzt in der nächsten Zeit am Start. Und zum einen, ihr wisst ja, Promi-Geflüster ist ja sehr vielseitig, von Musik bis Schauspielerei, alles vertreten. Und heute freut es mich umso mehr, mal wieder eine sehr reizende und ja, doch gut aussehende Schauspielerin begrüßen zu dürfen, die nämlich die Cheyenne Pade. Und wem der Name noch nichts sagt, aber werden wir heute alles hier vorstellen. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo, mein Lieber. Vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf bei euch. Sehr gerne, das freut mich. Genau. Ja, blutige Anfänger, darum geht's heute nämlich wieder. Wir sind nämlich hier in einer neuen Krimi-Reihe, Krimiserie, beziehungsweise so neu ist sie jetzt auch nicht. Es sind ja schon 3 Staffeln ausgestrahlt worden. Aber jetzt beginnt im Oktober die 4. Staffel und da ist wieder alles neu. Die Karten wieder neu gemischt sozusagen, ne? Genau, wir sind neu dabei. Wir sind insgesamt mit Philipp, unserem Schutzpolizisten, 5 neue Rookies. Und wir mischen die 4. Staffel bei den blutigen Anfängern ganz schön auf. Auf alle Fälle. Ich habe ja schon ein bisschen reinschauen dürfen. Also, ich glaube, da habe ich euch ein bisschen was voraus. Zumindest die ersten 2 Folgen über einen Presse-Account, ganz genau. Und das verspricht schon sehr viel Spannung wieder. Es gibt natürlich, wie es ja auch schon in der Vergangenheit war, einen Fall, der komplett sozusagen durch die Staffel erzählt wird und jeweils in jeder Folge einen abgeschlossenen Fall. Ja. Genau, also das ist für mich auch neu. Das ist das erste Mal, dass ich in einem neuen Format zu sehen bin, wo es um die Polizei geht. Und es war für mich natürlich auch wahnsinnig aufregend, neue Sachen zu lernen, neue Texte zu sprechen, mich in eine ganz neue Rolle hineinzuversetzen. Ich werde Charlotte von Merseburg spielen und werde mich da bei der Polizei ganz schön durchboxen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Boxtraining hatten wir übrigens auch dafür. Okay, davor noch nie geboxt oder dann so richtig hier mit, richtig wie man zuschlägt oder wie ging das dann vonstatten? Ja, also tatsächlich, ich war 4 Jahre beim Kickboxen privat und Boxen war schon immer eine Leidenschaft von mir. Es ist natürlich toll, dass man dann solche Sachen als Zuckerli sozusagen auch noch mit in die Serie nehmen kann, wie zum Beispiel früher bei mir das Eislaufen, das habe ich dann verbunden bei Alles, was zählt. Jetzt stehe ich vor der Kamera für die blutigen Anfänger und da hat mir das Boxtraining, das ich in der Vergangenheit hatte, natürlich auch geholfen. Wir haben uns dann auch mal ausprobiert in Krav Maga, das ist eine israelische Kampfsportart zur Selbstverteidigung. Okay. Da hatte ich noch nicht so viele Erfahrungen. Im Nachhinein war ich dann auch grün und blau, als wir gedreht haben. Und der arme Komparse Timo, an der Stelle nochmal liebe Grüße, er hat mir auch wahnsinnig leid getan, den hatte ich nämlich die ganze Zeit im Spitzkasten. Sowas gehört auch dazu, aber sowas ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, sich in verschiedenen Sachen auch auszuprobieren, die Schauspielerei mitzunehmen und dann auch noch dafür zu nutzen, um andere Dinge machen zu können. Und deswegen liebe ich unter anderem auch den Beruf so, weil man in normalen Situationen nicht dazu kommt, das zu spielen oder dieses zu machen oder jenes auszuprobieren. Und die Schauspielerei ist so vielfältig und bringt mir wahnsinnig viel Freude und wir lernen wahnsinnig viel. Das ist, glaube ich, gerne, ja. Und weil du es gerade sagtest, hier Komparsen und so weiter, das sind ja alles dann solche Situationen, die man draußen bzw. der Zuschauer gar nicht mehr mitbekommt. Da passiert bestimmt einiges so hinter den Kulissen und wo, wie es heißt so schön, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Genau, und also, dass ich jetzt mal eine Festnahme habe oder eine Geiselnahme oder eine Verhandlung oder irgendwie angeschossen werde oder sowas, sowas ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Und es ist aber toll, sowas mal spielen zu dürfen und auch vor Ort die Unterstützung zu bekommen. Wir hatten zum Beispiel ein Action-Team, das uns auch immer wieder unterstützt hat, uns gezeigt hat, wie wir gewisse Dinge in verschiedenen Situationen machen sollen und wie wir mit einer Waffe umgehen und wie wir zum Beispiel unsere Kollegen absichern, wenn wir, es kam auch mal vor, dass wir in engen Räumen gedreht haben, in irgendwelchen Hochhäusern, da auch zu 4 oder zu 5 waren und dann eben nicht so viel Platz ist, dass man aber dann trotzdem authentisch auch spielen kann und die Sachen, die man dann zur Verfügung gestellt bekommt, auch richtig einsetzt. Und das ist mir wichtig, wenn ich meinen Job mache, dass ich ihn richtig mache und die Dinge, die wir dann bespielen, dass ich sie auch richtig spiele. Klar. Und
Habt ihr auch so mit richtigen Polizisten dann zu tun? Die stehen euch dann auch zur Seite ein Stück weit, oder? Die Genau, dann das ist Tipps das geben. Action-Team. Also wir haben ja nicht nur die Komparsen da, die die Polizisten spielen, sondern wir haben teilweise auch untergemogelt richtige Polizisten, die dann von dem Action-Team sind. Wir hatten auch dieses Jahr ganz tolle Leute vom SEK dabei, die uns auch zur Seite standen, die uns erzählt und gezeigt haben, wie man gewisse Dinge macht, wie man in Situationen reagiert oder wie man verhandelt und so weiter und so fort. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass die Produktion da auch darauf geachtet hat, dass wir auch noch mal dementsprechend die Fachleute da haben und uns einfach sicher fühlen und wenn wir Fragen haben, dass wir auch einen Ansprechpartner vor Ort haben. Das macht, finde ich, die Qualität in der Serie auch noch mal aus. Die paar Sachen, die ich jetzt gesehen habe, waren für mich qualitativ richtig hochwertig. Nicht nur jetzt vom Spiel oder vom Look, wie die Bilder entstanden sind und wie das Licht war, sondern eben auch die kleinen Feinheiten, die dann diese Serie auch ausmachen. Ja, sehr gerne. Gut. Ja, du hast auch gerade vorhin noch erwähnt, jetzt kommen wir mal ganz, ganz klein bisschen, da müssen wir noch mal kurz abschweifen. Vielleicht kennt dich ja der eine oder andere doch und ich glaube, große Bekanntheit hast du natürlich bekommen in der RTL Soap Alles, was zählt. Das war, glaube ich, ein ganz großer Einstieg sozusagen für dich. Aber wenn man noch ein bisschen mehr zurückblickt, schon im Kindergarten bist du entdeckt worden. Man muss auch sagen, du hast ja noch eine Zwillingsschwester. Ich glaube, Ja. die ist ein bisschen älter, ein paar Sekunden älter, oder? Die ist genau 60 Sekunden älter als ich, und zwar eine Minute. Und das wirft sie mir auch den Rest unseres Lebens vor. Aber dafür, das sage ich auch immer, finde ich ein Stückchen größer. Okay, also ihr seid im Kindergarten da schon entdeckt worden, wenn ich das jetzt gerade so richtig gelesen habe, für das Forsthaus Falkenau gab es da eine Rolle zu besetzen, gell? Genau, also unsere Schauspielerei hat natürlich schon im Kindesalter angefangen. Das war eher ein Zufall, also da steckten nicht irgendwie unsere ehrgeizigen Eltern dahinter, die uns irgendwie vermarkten wollten, sondern Forsthaus Falkenau, das war damals eine Serie im ZDF, wahnsinnig schön. Die hat Zwillinge gesucht, denn wenn man ein Kind ist, darf man immer nur eine gewisse Anzahl an Stunden arbeiten und die dachten sich, wir sind ganz clever und wir casten oder besetzen gleich Zwillinge, dann kann erst die eine drehen und dann die andere. Und dann hatte uns der Kindergarten zu dem Casting geschickt. Meine Mama war dabei, die wusste auch nicht genau, was es geht. Und ja, dann wurden wir genommen. Und so entstand eigentlich die Leidenschaft zur Schauspielerei, weil wir von klein auf vor der Kamera standen, das spielerisch gelernt haben, ein tolles Team zur Seite hatten, die uns von klein auf begleitet haben. Die haben sich kaum geändert, also da fand kaum ein Wechsel statt. Und ja, so sind wir irgendwie groß geworden. Und das ging 10 Jahre fürs ZDF. Und irgendwann stellte sich dann die Frage, okay, als die Serie dann vorbei war, damals noch mit Christian Wolf, Genau. Ob wir weitermachen wollen oder nicht als Schauspielerin. Und wir waren ja damals noch parallel beim Eiskunstlaufen. Wir waren sportlich immer aktiv, haben dann kurz vor Bayerischen Kader aufgehört, weil wir super viel gedreht haben, auch noch unsere Schule fertig gemacht haben. Und dann war die Frage, wollen wir weitermachen? Und es hat uns Spaß gemacht. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Erfolg, dass man Dinge angeht, nicht weil man zum Beispiel eines Tages berühmt sein will, sondern wir haben das gemacht und durchgezogen, weil es uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und Freude gemacht hat und weil wir von klein auf gefördert worden sind von unserer Familie und unserem Umfeld und ja, die Liebe zu der Schauspielerei entdeckt haben. Und dann hatten wir Castings und mal kleinere Rollen und dann habe ich mal bei Aktenzeichen XY mitgespielt. Valentina hatte parallel das Casting für Fuck You Goethe, wo sie ihre erste kleine Kinorolle hatte. Und dann ist sie nach dem Abi von München nach Berlin gezogen, weil sie die Rolle bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bekommen hat als Sunny, in der sie immer noch zu sehen ist. Da sind wir auch alle sehr Okay, stolz drauf. sehr Das gut. ist ja das Format seit über 30 Jahren, das super erfolgreich in Deutschland So ist ist. es, so ist es. Tägliche Serie, das muss man erstmal schaffen. Also Chapeau, da ziehe ich meinen Hut davor. Ich weiß, was es bedeutet, auch jeden Tag für eine tägliche Serie zu arbeiten, weil ich ja dann kurz darauf nach Köln gezogen bin und die Rolle bei Alles, was zählt, ergattert habe. Und es waren die letzten 5 Jahre waren wunderschön. Ich hatte eine tolle Zeit in Köln. Ich habe Freunde gefunden, die als erst meine Kollegen waren, die mich immer noch begleiten und die jetzt auch stolz sind, dass ich den Sprung gewagt habe und gesagt habe, okay, ich mache jetzt nach 5 Jahren erstmal ein Jahr Auszeit. Ich nehme mir Zeit für mich. Ich mache ein Sabbatical. Ich mache erstmal Urlaub, ich treffe meine Familie und nehme mir für die Zeit. Und wenn dann was Cooles kommen sollte, werde ich es machen. Und wenn nicht, dann schauen wir weiter. Und dann kamen die blutigen Anfänger. Ja, sehr gut. Und das ist ja jetzt dann auch wieder eine Serie. Gut, ich meine, die hat man jetzt nicht so
durchgehend länger, gerade für euch Studenten, sage ich mal, da wird es irgendwann dann auch einen Abschluss wieder geben und wieder irgendwas Neues wieder dann kommen. Ne? Genau, sowohl im Spiel als auch privat. Es war jetzt eine total coole Zeit. Ich war jetzt für die 5 Monate, in denen wir gedreht haben, bin ich nach Berlin gezogen sozusagen. Und Zur das kann Schwester ich dann. auch, nee, ich habe mir eine eigene Wohnung Okay. geholt, weil ich es auch wichtig fand, dass sie ihre Freiräume hat und ich auch meine Freiräume. Und weil wir auch unterschiedlich gedreht haben, jeder hat ein sehr starkes Pensum, dass man auch mal Zeit für sich hat und mal Ruhe hat und so weiter. Aber man trifft sich dann schon ab und zu mal. Klar, Ja, also okay. Valli hat auch ganz oft bei mir übernachtet, ich habe Ja. bei ihr übernachtet, wir waren essen, wir haben uns ganz viel gesehen und viel Zeit miteinander verbracht, was super schön war. Aber ich habe unter anderem auch die blutigen Anfänger zugesagt, als ich dann das Casting hatte und sie mich dann auch nehmen wollten, weil ich es spannend fand, nach 5 Jahren täglichem Format auch mal in eine Produktion zu kommen, die jetzt nicht 5 Wochen geht, aber die auch nicht 5 Jahre geht, sondern 5 Monate ist eine knackige, coole Zeit, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und ja, die Rolle hat sich ganz gut etabliert, würde ich mal behaupten. Und wie es weitergeht, sehen wir dann nächstes Jahr. Ganz genau. Aber ich denke mal, da wird sich schon noch einiges tun. Spannende Geschichten werden bestimmt entstehen. Ich habe ja, wie gesagt, schon mit deinem ja, Partner in der Rolle zumindest schon mal auch schon sprechen können. Und ich denke Genau, mal, mit meinem der, Spielpartner. genau, Ugur in dem Fall, an dieser Stelle sei er nochmal gegrüßt, war auch sehr toll. Aber auch er wird, denke ich mal, ein paar Probleme noch bekommen durch seine, natürlich im Film hier, durch seine türkischen und kurdischen Wurzeln, die er da mitbringt. Und natürlich auch, denke ich mal, du als eine Adlige, die werden wahrscheinlich auch nicht so erpicht sein, wenn du da auf einmal mit einem Türken daherkommst. Naja, also das ist jetzt härter gesagt, aber natürlich gibt es auch 2022 immer noch Probleme, wo gewisse Leute herkommen und was deren Religion ist. Und ich glaube, dass Blutiger Anfänger das ganz gut gelöst hat, zeitgemäße Themen auch in die Serie mit Richtig. reinzunehmen und dass wir auch die Möglichkeit haben, die zu bespielen. Und es wird bestimmt immer wieder Situationen geben, wo sich der Zuschauer in Ugur oder in Charlotte oder in Anastasia oder in Bruno hineinversetzen kann, was uns auch ganz wichtig war, dass wir jetzt nicht nur die Mordkommission zeigen und von einem Fall auf den nächsten gehen, sondern dass die Charaktere auch die Möglichkeit bekommen, private Geschichten mit in die Serie einzubinden, damit der Zuschauer auch eine gewisse Bindung zu uns hat. Weil Genau. ich finde, das unterscheidet die blutigen Anfänger zu vielen anderen Krimi-Formaten, dass da wahnsinnig viel in der Polizei stattfindet und die Charaktere oftmals gar nicht die Möglichkeit bekommen, sich unabhängig von den Geschichten, die erzählt werden, auch auf sich zu konzentrieren und auch Richtig, dem richtig. Zuschauer die Möglichkeit zu geben, sich mit den Rollen zu identifizieren. Und ich glaube, dass wir es geschafft haben, dass der Zuschauer, wenn er dann guckt, auch eine bestimmte Bindung zu gewissen Charakteren aufbauen kann. Und das war uns wichtig. Und da haben wir auch ganz viel Zeit investiert und nochmal Sachen umgeschrieben und nochmal ganz viel geredet und geschaut, wie kann man denn nochmal den persönlichen Touch der Rolle als Charakter nochmal mit einbringen. Und es ist im Leben, es gibt Ups und es gibt Downs und es gibt Menschen, die sind nett zu einem und es gibt Menschen, die sind einfach blöd und es gibt Menschen, die werden es nie verstehen. Und ja, das mit reinzubringen, ist, glaube ich, wichtig und nicht nur irgendwie einen Schein zu wahren, sondern auch mit gewissen Konfrontationen sich zu beschäftigen und die auch zu zeigen. Ja, ganz genau. Und natürlich auch die neue Technik spielt auch eine Rolle, klar, mit Handys, mit den Möglichkeiten, die man da mittlerweile alles so mit sich bringt, ne? Ganz Ja. genau, richtig. Ja, wie gesagt, 5. Oktober starten die neuen Folgen. Man kann alles auch, glaube ich, schon auf online, Auf ZDF, auf genau. der Mediathek mitverfolgen, parallel Genau, ich und glaube, online ist sogar schon ab dem 28. draußen, also am 28. September, glaube ich, gibt es schon die ersten Folgen zu sehen. Aber was uns natürlich als Schauspieler und als Produktion auch nochmal wichtig ist, dass die Zuschauer Lust haben, dann am 5. Oktober auch nochmal einzuschalten, weil die Einschaltquoten uns ganz viel bedeuten und auch in der heutigen Zeit, wo wahnsinnig viel technisch und schnell ist, brauchen wir natürlich die Unterstützung der Zuschauer und wir würden uns auch freuen, wenn die Zuschauer dranbleiben. Also ab dem 5. Oktober immer mittwochs um 19:25 Uhr die blutigen Anfänger im ZDF schauen. Gerne, das machen wir doch alle. Und wie gesagt, ich kann es versprechen, es wird spannend nach den ersten 2 Folgen, die ich schon sehen konnte.
Ja, da hast du dann tatsächlich schon mehr gesehen als wir. Wir haben nämlich immer nur bei den Abschlüssen von den jeweiligen Blöcken die Möglichkeit gehabt, mal kurz einen Zusammenschnitt zu sehen. Aber eine richtige Folge so ganz haben wir tatsächlich noch nie geguckt. Deshalb, ich bin schon ganz gespannt und ich freue mich, dass du schon mal positives Feedback abgibst. Auf alle Fälle, nee, ganz definitiv kann man wirklich nur jedem empfehlen, der Krimis liebt und der das ZDF auch gerne immer schaut. Genau, das muss man auch sehen. Ihr zwei Zwillingsschwestern, ich kann mir gut vorstellen, ihr habt da bestimmt auch so einige Geschichten zu erzählen, wo es mal Verwechslungen gab oder wie es halt bei Zwillingen so der Fall ist. Was gibt es da für Anekdoten? Vielleicht ganz kurz so ein oder zwei. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als Valentina noch nicht allzu lange bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt hat, habe ich sie mal am Set besucht. Und da bin ich nach Berlin gereist und dachte mir, komm, ich mache mir ein schönes Wochenende und bin nach Babelsberg gefahren, um sie zu besuchen. Und dann hatte sie die glorreiche Idee, ihren Schauspielkollegen Wolfgang Barrow, der auch bekannt als Joe Gerner ist, mal so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und wir haben es tatsächlich durchgezogen. Wir haben Wolfgang verarscht. Also, ich sah damals noch ein bisschen ähnlicher aus zu ihr. Da hatten wir noch ein bisschen mehr dieselbe Haarfarbe und so weiter. Da hatten wir uns ähnlich geschminkt. Und dann bin ich ans Set gekommen und wir haben es tatsächlich geschafft, dass Wolfgang es nicht gemerkt hat, dass ich nicht, also dass Valentina nicht Valentina ist, sondern ich es in dem Fall war. Das fand ich total nett, weil da kannte ich den Wolfgang ja auch noch nicht so gut. Ne? Und da wusste ich jetzt auch nicht, wie wird er dann drauf reagieren oder so. Aber er hat es total nett aufgenommen und es war lustig und alle haben sich totgelacht. Prima. Gibt es irgendwelche Merkmale, wie man euch unterscheiden kann? Gut, du hast jetzt gesagt, jetzt der Stil ist jetzt doch ein bisschen, hat sich geändert, aber so, wenn ihr alle gleich ausgeschaut habt. Also Valentina hat zum Beispiel eine Wimpernnarbe hier oben auf der Stirn. Das ist ein ganz gutes Erkennungsmerkmal. Und sie hat irgendwo hier am Hals hat sie auch noch meinen Leberfleck. Und ansonsten, ja, man sieht es jetzt, ich war jetzt, Valentina ist ja hellblond und ich war jetzt die letzten 1,5 Jahre dunkler, weil ich mir die Strähnchen habe rauswachsen lassen. Aber jetzt letztens habe ich mir wieder mal ein paar Strähnchen reingemacht, um mal wieder so ein bisschen Highlights zu bekommen. Also man sieht jetzt wieder ein bisschen an den Haaren. Ich bin zwar noch dunkler, aber wieder ein bisschen mehr erhellt. So ein bisschen wieder wie Valley, aber man müsste uns unterscheiden können. Also Also, so ähnlich sind wir jetzt nicht mehr. okay, sehr gut. Ja, nee, toll. Dann Ah, muss kann ich ich jetzt. erstmal kurz die Haare richten? Life is life, genau. Ja. Dann kann ich jetzt eigentlich dir nur noch alles, alles Gute wünschen für die Staffel, dass das alles, beziehungsweise dann für die Ausstrahlung, dass da eure Quoten so passen und viele Leute zuschauen. Eine Sache noch, du bist, glaube ich, in München ja auch zu Hause, ne? Genau, ich komme ja aus München, wir sind richtige Münchnerinnen. Valentina und ich sind auch an der Theresienwiese in einer kleinen Klinik geboren worden, also wir sind richtige Münchnerinnen. Deswegen wollte ich jetzt gerade fragen, ich bin jetzt noch mal die Tage auch noch mal ganz kurz zum Schluss auf dem Oktoberfest. Das reicht für dich nicht. Leider werden wir dieses Jahr nochmal das Oktoberfest ausfallen lassen müssen, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass wir 2 Jahre kein Oktoberfest hatten. Aber Valli und ich sind leider noch ein bisschen beruflich gebunden. Wir haben noch einige Sachen zu erledigen, bis das Oktoberfest jetzt dann bald vorbei sein wird. Und deshalb werde ich es leider nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ich ärgere mich auch, weil unsere 30 Dirndl, die im Keller hängen, die warten nur darauf, mal wieder abgestaubt zu werden. Aber wir werden es leider dieses Jahr nicht schaffen. Valli dreht die ganze Zeit. Ich habe jetzt das Projekt hier fertig, aber ich habe noch 2 andere Dinge in Berlin, um die ich mich noch kümmern muss. Und Oktober ist ja dann die Wiesn vorbei, aber das ist ja eh ein wichtiger Monat für So uns. ist Da haben es. wir ja Geburtstag. Dann haben wir noch ein, zwei Projekte, die dann rauskommen werden. Und deshalb, wir sind gerade leider super, super am Arbeiten und schaffen es leider nicht dieses Jahr. Aber wir wünschen allen eine friedliche Wiesn und ich wünsche dir dann, wenn du gehst, auch ganz viel Spaß und trink amass für mich mit. Das mache ich auf alle Fälle. Und dann verspreche ich, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Alle Genau, mit der auf der Schwester, Wiesn. gemeinsam dann. Genau, dann schaukel mal eine Runde. Genau. So, und wer jetzt grundsätzlich noch ein bisschen mehr über dich, vielleicht auch über deine Schwester noch erfahren möchte, wo kann man noch was finden? Online, die Social Media Plattform, darfst du dich gerne jetzt Genau. mal hier bekannt geben. Ja, also wenn ihr noch mehr über uns wissen wollt und gucken wollt, wie unser Alltag so aussieht, was wir gerade so drehen, was für Projekte wir gerade so haben, und ich kann versprechen, es wird noch einiges Schönes auf uns und auf euch zukommen, dann folgt uns doch gerne auf Instagram. Das ist so unser täglicher Account, an dem wir immer sind. Und da könnt ihr uns gerne
folgen. Ich bin Cheyenne Pade, so heiße ich auch auf Instagram, und Valentina heißt Valentina Pade. Und ihr könnt natürlich auch den Blutige Anfänger-Kanal abonnieren. Und ja, da wird jetzt in nächster Zeit ganz, ganz viel Content produziert und hinausgesendet in die Welt für euch. Sehr gerne. Ich habe dich jetzt gerade schon mal verfolgt oder folge dir jetzt. Danke. Hoff auf ein Gegenfollow und dann können wir so mit in Kontakt bleiben. Super. Dann eine schöne Wiesn wünsche ich dir. Pass auf dich auf und vielen lieben Dank für das nette Interview. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute und herzlichen Dank auch dir, genau, dass du Zeit gefunden hast und bereit warst, hier ein bisschen Auskunft zu geben, den Zuschauern. Auch alles Gute und danke fürs Zuschauen. Und natürlich, wie gesagt, nochmal einschalten ab 15. Oktober 19:25 Uhr im ZDF Blutige Anfänger. Genau. Okay.